Alter. Gute Nacht, viel Spaß. Was? Bye, bye. Ja, Lupa, mach's gut. Schlaf gut. Ich... Omi, bist du's? Kranke Erinnerungen. Flatternde Schrecken, seid still. Konstantes Flattern. Fressen andere Ratten? Was mache ich denn jetzt hier? Ah, warte mal. Okay. Dieses Spiel, ne, das ist... es verwirrt mich. Es verwirrt mich und es macht mich... Es macht mich... Omi? Bist du's? Ich meine... Was? Geh weg, Oma, geh weg. Mein Nachbarn hält mich übrigens auch für bescheuert, bestimmt. Ich will das nicht mehr spielen. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich jetzt andersrum gegangen wäre? Ist nur mal so rein logisch. Ich will das jetzt gerne mal rausfinden. Ich bin ja so ein Rausfind-Typ. Ach, guck mal, hier ist ein Lichtschalter. Warte mal. Funktioniert sogar. Bringt nur nicht viel. Ach, ist zu. Ja, gut. Nur mal zum Testen, ne? Hätte ja sein können, dass wir vielleicht irgendein Secret oder sonst was finden. Ich laufe mal ein bisschen schneller. Mit unserem Hinkelbein geht es ja sowieso nicht. Professor Hinkelbein. Und hier war übrigens schon wieder eine Flasche, die gerollt ist. Und die immer noch rollt, im Übrigen. Also spielt Alkohol eine sehr große Rolle auch. Der böse, böse Alkohol. Was viele ja unterschätzen, ist, dass... Hä? Ändert sich der Raum dann? Na. Nee, der Raum bleibt gleich, ne? Aber was...
Was viele ja, was ich sagen wollte, was viele ja unterschätzen oder viele es immer so auf die leichte Schulter genommen wird, aber Alkohol ist eigentlich auch eine Droge, ne? Ist ja... Okay, jetzt zu. Hä? Jetzt ist wieder... Hä? Jetzt geht's nach unten. Und ich habe Angst davor, was uns unten erwartet, denn nach unten fahren ist nie gut. Oh, guck mal, eine Kiste. Was steht da drin? Hopp, was? Gib die Hoffnung auf, solange du kannst. Aha, ein Zettel. Jedenfalls rate ich dir als dein Anwalt dazu, von jeglichen Überlegungen Handlungen abzusehen. In anderen Worten, mach nichts Dummes. Wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen. Glaub es mir oder nicht. Ich habe noch kleinste aus tiefester Scheiße gezogen als diese hier. Mach nur bloß nicht noch schlimmer. Tauch eine Weile unter und lass mich gegen den Gerichtsbeschluss vorgehen. Dieser Sozialarbeiter hat es definitiv auf dich abgesehen. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen, dich als Opfer des Systems darzustellen. Einen trauernden Ehemann, ein kurzzeitiger Verlust der Zurechnungsfähigkeit, ein übergreifender Bürokrat. Vertrau mir. Das ist unsere beste Option. Wenn man bedenkt, was du alles in der letzten Zeit durchgemacht hast, würde ich meinen, wir haben eine gute 50-50-Chance auf einen guten Ausgang. Aber nicht, wenn du weiterhin versuchst, alle davon zu überzeugen, dass du total übergeschnappt bist. Keine weiteren Wutausbrüche, kein weiteres Herumziehen oder noch besser, überhaupt keine weiteren öffentlichen Auftritte mehr. Du kannst deine Tochter immer noch retten vielleicht? Ist die Tochter vielleicht doch nicht tot? Vielleicht wurde ihm die Tochter weggenommen, weil er mit dem Tod seiner Frau nicht klargekommen ist. Das kann natürlich auch sein. Ich will... Oh Gott, ich... Mal, seh ich das nur oder habt ihr das oder habe ich das nur in den... Ich habe so komische Streifen auf dem Bildschirm, oder ist das so? Ist das in der Aufnahme auch? Oder im Stream? Also im Stream sehe ich das gar nicht. Manchmal habe ich so komische Streifen, die so langsam das Bild so drüber laufen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, so ganz minimal. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel so gewollt ist, ob das so ein kleiner Filter ist. Was passiert? Warte mal, ich will das mal hier gucken. Da geht's, da ist eine Tür. Ich habe keine Streifen, okay. Dann spiele ich schon viel zu lange. Dann habe ich schon viereckige Augen wahrscheinlich. Paprika ist für alle da. Paprika ist für alle da. Was ist das denn? Ist das ein BD? Na. Oh, oh ja, oh, erstmal. Oh, 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 mm, oh, ja, oh, mm, oh, oh. So. Oh, so. Huh, das brauchte ich jetzt erstmal. Wirkt alles nicht sehr sicher, wo wir drüber laufen. Huch. Okay. Ein Badezimmer. Yeah. Ist das Badezimmer von Anfang? Was?
Stille Schwimmer, sie verstopfen den Abfluss. Fell im Wasser, keine Bäder für mich. Gibt's hier einen Lichtschalter? Schön, dass jetzt Licht angeht. Das trifft's ja gerade, weil ich gerade Licht bräuchte. Naja, die Klospülung funktioniert nicht. Warum sollte die auch funktionieren? Hier gibt's aber sonst nichts weiteres. Komme ich wieder raus? Ja, war ja irgendwie... Muss ich denn hier vielleicht noch was tun oder so? Ich schau nochmal eben. Ist übrigens eine hübsche Dusche. Okay, hier geht nichts offen. Okay. Gehen wir hier wieder zurück. Geht nicht, okay. Weil wir wahrscheinlich noch... Ah, guck mal hier. Ich hätte mich interessiert, ob das vorher auch gegangen wäre schon. Ja, vor allem, was sind denn das für Fenster, wo man nicht rausgucken kann, wo dahinter eine Mauer ist? Wo lebt der denn? Alcatraz? Oder... Ja, funktioniert ja toll. Da ist die Tür mit einem Riegel. Nee, ich lass diesen Riegel. Nee, ich geh erstmal hier gucken. Ich bin mal mutig, ich bin mal sehr. Na, hallo? Ist wohl. Ich kann diesen Riegel nicht mehr öffnen, warum? Mach doch diesen... Hä? Wieso kann ich denn... Ich will diesen scheiß Riegel öffnen. Wieso? Das geht, weißt du, aber da man Riegel öffnen kann, dann nicht mehr. Warum? Ach, natürlich! Ja klar, mit dem Riegel zu, da kann man die Tür öffnen. Alter, ist... Ich habe nie was über Paprika gesagt. Ich entschuldige mich jetzt schon mal wieder dafür. Ach, guck mal, schon wieder ein Startpunkt. Und ein Rätsel von The Witness im Übrigen. Ich habe nie was über Paprika gesagt, ja? Boah, ich kriege schon wieder Hunger. Schlimm ist das. Drin Licht anmachen. Achso. Ja, das ist ja gut zu wissen. Okay, die Tür geht nicht offen. Erstmal Licht anmachen, Riegel aufmachen. Eine Schublade. Aha. Hallo? Und ein Zettel. Was? Körperleier? Laben sich an mir, treiben mich zum Wahn, zu schnell zum Rausschneiden. Das ist sehr interessant, ob ich das wissen möchte. Ich bin mir da gar nicht so sicher.